Hallo, Nana Sturm hier auf dem Kanal Matriwissen und willkommen hier zum zweiten Teil der Inquisitionswoche. Ich schalte gleich rüber zu meinem mausgrauen Ich und wünsche euch... Danke, dass ihr da seid. Und wir springen gleich rein hier in die Enzyklopädie von Barbara Walker, Stichwort Inquisition. Also wenn es dann zum Prozess kam, dann war dieser Prozess meist eine einzige Farce und... Er verlief also nach folgenden Regeln. Erstens, das Verfahren blieb geheim. Zweitens, allgemeines Zeugnis und Hörensagen wurden als Schuldbeweis anerkannt. Drittens, den Angeklagten wurde weder die Art der Anschuldigung mitgeteilt, noch wurde ihnen ein Rechtsbeistand gestattet. Viertens, die Zeugen blieben anonym. Fünftens, Meineidige, Exkommunizierte oder Kinder konnten gegen Hexen aussagen. Sechstens, entlastende Aussagen zum Tatvorwurf oder zur Person der Angeklagten wurden nicht zugelassen. Wer immer Fürsprache zugunsten angeklagter Heretikerinnen wagte, wurde als Mittäterin festgenommen. Siebtens, die Folter wurde grundsätzlich angewandt, und zwar ohne Begrenzung ihrer Dauer und Schwere. Gestanden Angeklagte bereits vor der Folter, so wurden sie ihr dennoch unterzogen, um das Geständnis zu bekräftigen. Starben Angeklagte unter der Folter, dann verzeichnete das Protokoll, der Teufel habe ihnen im Kerker das Genick gebrochen. Achtens. Die Angeklagten wurden unter der Folter dazu gezwungen, die Namen von Mitschuldigen zu nennen, wie der Richter sie ihnen eingab. Neuntens. Keine angeklagte Person wurde für unschuldig befunden. Es gab einen Jesuit namens Friedrich von Spee, der als Beichtvater verurteilter Hexen fungierte und dabei offensichtlich einiges Mitgefühl für sie entwickelte, und er schrieb in seiner Kaus für Kriminalis: Was suchen wir so mühsam nach Zauberern? Hört auf mich, ihr Richter, ich will euch gleich zeigen, wo sie stecken. Auf, greift Kapuziner, Jesuiten, alle Ordenspersonen und foltert sie, sie werden gestehen. Leugnen welche, so foltert sie 3, 4 Mal, sie werden schon bekennen. Bleiben sie noch immer verstockt, dann exorziert. Schert ihnen die Haare vom Leib, sie schützen sich durch Zauberei, der Teufel macht sie gefühllos. Fahrt nur fort, sie werden sich endlich doch ergeben müssen. Wollt ihr dann noch mehr, so packt Prälaten, Kanoniker, Kirchenlehrer. Sie werden gestehen, denn wie sollen diese zarten, feinen Herren etwas aushalten können? Wollt ihr immer noch mehr, dann will ich euch selbst foltern lassen und ihr dann mich. Ich werde nicht in Abrede stellen, was ihr gestanden habt. So sind wir schließlich alle Zauberer. Denn wir natürlich werden tapfer und standhaft, trotz so vielfach wiederholter, furchtbarer Qualen, zu schweigen wissen. Bernard de Lisieux war ebenfalls solch ein ungewöhnlicher Mann der Kirche. Er wurde exkommuniziert, eingekerkert, gefoltert und bei lebendigem Leibe verbrannt, weil er der Überzeugung Ausdruck verliehen hatte, dass selbst die Apostel Petrus und Paulus würde die Inquisition ihre Mittel an ihnen erproben, mit Sicherheit der Ketzerei zu überführen sein. Die Folter wurde im Jahre 1257 offiziell gebilligt und blieb für 5,5 Jahrhunderte ein zulässiges Rechtsmittel der Kirche, bis Papst Pius VII. Sie 1816 verbot. Und diese 5,5 Jahrhunderte forderten im wahrsten Sinne des Wortes ungezählte Opfer. Die öffentlichen Verbrennungen sind nur die Spitze des Eisbergs. Daneben gab es noch zerrissene, hungernde Familien, nicht beurkundete Selbstmorde, inoffizielle Lynchjustiz, Hunderttausende, wenn nicht Millionen, fielen von den Geschichtsschreibern nicht beachtet den päpstlichen Kreuzzügen gegen die Ketzer zum Opfer. In der Spätrenaissance gab es in protestantischen Ländern Hexenjagden, die zwar formal nicht mit der Inquisition zusammenhingen, aber sicherlich von ihr angeregt waren. Der Chronist der Stadt Trier berichtet, dass die Inquisitoren im Jahre 1568 die weibliche Bevölkerung zweier Dörfer vollständig ausrotteten. Lediglich 2 Frauen ließ man leben. 2 weitere Dörfer wurden völlig zerstört und dem Erdboden gleichgemacht. In Quedlinburg, einer 12.000-Seelen-Gemeinde, wurden an einem einzigen Tag 133 Menschen verbrannt. Henri Bouget zufolge war das Deutsche Reich um 1590 nahezu vollständig mit dem Anlegen von Scheiterhaufen beschäftigt. Der Schweiz nötigten die Inquisitoren die Vernichtung zahlreicher Dörfer ab. Wer nach Lothringen reiste, konnte überall Tausende und Abertausende von Scheiterhaufen und darauf gefesselte Hexen sehen. Es folgt eine lange Aufzählung, wo wie viele Frauen ermordet wurden. Die Beobachtungen, die ein Reisender im Jahr 1590 in Wolfenbüttel machte, legten auch hier die Vermutungen von Verbrennungen großen Stils nahe. Auf dem Hinrichtungsplatz gab es dermaßen viele Scheiterhaufen, dass ihre Beschickung einen kleinen Wald verschlang.
Die Inquisitoren waren dazu ermächtigt, sich gegenseitig, sowohl wie auch ihre Milizionäre, ihre Folterknechte, Henker und so weiter, von der Blutschuld am Tod ihrer Opfer freizusprechen. Wie praktisch. Der Inquisitionsrichter Dietrich Flade wagte in einer Anwandlung von Ekel vor seiner Arbeit frei zu bekennen, dass die seinen Opfern abgepressten Geständnisse falsch und nur deren Pein zu verdanken seien. Sein Erzbischof ließ ihn festnehmen und nun seinerseits auf die Streckbank fesseln, bis er zuletzt zugab, er habe seine Seele dem Satan verkauft. Schließlich wurde er verbrannt. Die Inquisition blieb bis 1834 in Kraft, vor allem in Süd- und Mittelamerika, wo die heidnische Bevölkerung wegen ihrer Verbrechen gegen das wahre Bekenntnis, also etwa nicht daran zu glauben, das war ein Verbrechen, gefoltert und verbrannt wurde. Schreiber der mittelamerikanischen Maya notierten, bevor die Spanier kamen, waren Raub und Gewalt unbekannt. Mit der spanischen Invasion begannen die Abgaben, mit ihr begannen die Kirchensteuern, mit ihr begann der Unfriede. Die katholischen Patre der Mission von San Francisco mussten viele indianische Hexen verbrennen, bis ihre Stämme unterjocht waren und Gottes Wort annahmen. Lee meint dazu, der Inquisitor wurde offenbar als ein unverzichtbarer Bestandteil der missionarischen Ausrüstung angesehen. Vetter weist darauf hin, die kulturellen Hintergründe der vergangenen und gegenwärtigen Diktatorengenerationen bieten interessantes Material für Spekulationen. Mussolini, Franco, Salazar, Hitler, Perón und nahezu alle lateinamerikanischen Diktatoren waren oder sind römische Katholiken, zumindest was ihre Herkunft und Erziehung betrifft. Und Stalin hatte eine gründliche Ausbildung für das Priesteramt einer vergleichbar diktatorischen Kirche genossen. Wer mit solchen Tatsachen konfrontiert wird, muss sich doch zumindest die Frage nach den kausalen Zusammenhängen stellen, die hier durchscheinen. Sowohl im Islam als auch im Christentum wurde den naiven Gläubigen über lange Zeit hin gesagt, es sei ihre Pflicht, die Ungläubigen oder wer immer sich der jeweiligen Vorstellung von göttlicher Lenkung widersetzte, umzubringen. Sie haben ihre wahre Gesinnung niemals geändert, lediglich ihre unheilvolle Macht wurde beschnitten. Julian Huxley beklagt die ekelhafte Doktrin, auf der alle Kirchen seit jeher beharren, dass nämlich der aufrichtige Zweifel an ihren mehr oder minder befremdlichen Glaubensbekenntnissen ein sittliches Ärgernis ist, das die gleiche Strafe verdient wie Mord und Raub. Seiner Ansicht nach würden die schrecklichsten Gemälde von der Hölle neben einer umfassenden Darstellung der blutrünstigen Geschichte der Christenheit ziemlich blass aussehen. Ja, das war hier der zweite Teil und ich möchte an der Stelle nochmal dran erinnern, der Emotionscode nach Bradley Nelson, das ist eine Möglichkeit, um ererbte Traumata auch aufzulösen. Also lasst uns da Heilung reingeben in das Thema. Bis morgen zum dritten Teil hier und bis dahin breit aus deine Schwingen, nimm ein deinen Raum, erfüll ihn mit Singen und leb deinen Traum.